Hey Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu Petrovic Let's Plays und heute spielen wir weiter Far Cry 4. Wir sind gerade eben hier in diesem Dorf stehen geblieben. Wir machen gleich weiter diese Mission. Ein Zettel. Okay. So. Ich starte mal schon diese Mission. Hey Badra. Hi. Oder soll ich dich Tarun Matara nennen? Badra reicht. Fürs Erste. Was ist los? Wer den Jalendu-Tempel erobert, wird den goldenen Pfad anführen. Es geht um die Zukunft von Kyrat und ich bin zwischen Amita und Sabal. Du weißt, wie sie streiten. Du weißt, wie sie sind. Amita will den Tempel zerstören. Sie sagt, das würde die Frauen in Kyrat befreien und helfen, überholte Traditionen abzulegen, wie die Tarun Matara. Ich dachte, die Tarun Matara wäre was Gutes. Wenn es nach Sabal geht, schon. Wenn er den Tempel einnimmt, vollendet er die Zeremonie und ich bin Tarun Matara. Er glaubt, dass es uns stärker macht, wenn wir die Traditionen pflegen. Und was willst du tun? Ich will Kyrat befreien, aber ich kann nicht frei wählen. Amita und Sabal werden sich nie einigen. Deshalb liegt es an dir. Du hast so viel erreicht, der goldene Pfad wird auf dich hören. Aber sei dir bewusst, dass der, den du bei Jalendo unterstützt, zum Anführer des goldenen Pfades wird. Und wenn Pagan besiegt ist, zum Herrscher von ganz Kyrat. Okay. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Dankeschön. Toll, perfekt. Jetzt muss ich wieder aussuchen. Entweder Sabal oder Amita. Amita oder Sabals Mission. Große Entscheidung. Ich glaube, ich nehme Amita. Badra sagte mir, dass du Jalendo zerstören willst. Es geht nicht darum, den Tempel zu zerstören. Es geht darum, eine Botschaft an alle zu senden. Kyrats Zukunft zu schmieden. Die Ketten der Vergangenheit abzustreifen. Ohne die Tarun Matara wird Sabal allen sein wahres Gesicht zeigen. Als einfältiger Narr, der sich an Ruinen klammert. Nimm alles Wertvolle. Wir schmelzen es ein und verkaufen es. Aber der Tempel an sich. Ich will, dass du ihn zu Staub zermalst. Na, alles klar. Zum Staub zu machen. Wo ist der Tempel? So. Der Sabal wird natürlich auf mich böse sein, weil ich nicht seine. So, bei ihm kann ich kaufen ein bisschen Medizin. Wo ist der? Wo ist der Typ? Medizin. Ja. Vielen Dank. Bitte bald wieder. Alles klar. So. Dann starte ich mal mit diesem Medizin. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit ja, und soziale Harmonie. Ich habe beide umgebracht. Jetzt mehr
aus. AJ, bevor du den Tempel zerstörst, finde und sichere das Gewölbe mit dem Gold. Wenn du Hilfe brauchst, stehen Krieger des Goldenen Pfads zur Verfügung. Soldaten, denen ich traue. Danke, Amita. Fordert sie daher auf, sich bei der Royal Army zu verpflichten und gegen das Böse zu kämpfen. Möge sein Licht sie alle erleuchten. Na toll, ich muss ja jetzt rüberschwimmen. Oh, da ist noch eine Wache. Kann ich untertauchen? Ja, und der schwimmt direkt auf mich. Perfekt. Die haben mich gesehen. Okay, egal. Da habe ich einen gesehen. Zack. Ich weiß nicht, ich mache langsam. Ich habe diese Umgebung nicht nachgeguckt, ob da jemand ist. Und wo die stehen. Ich weiß nicht, ich gehe einfach. Mache langsam außenrum. Da kann ich nicht. Für was sind die da, wenn ich die nicht sowieso anrufen kann? Das verstehe ich nicht. Für was sind diese Helfer da? So, ich zerstöre mal. Perfekt. Damit die keine Alarm mehr machen. Oh oh. Oh oh. Da ist dieser gepanzerte Typ. Ja, der ist immer noch da. Sag direkt Headshot. Toll. Komm, stirb doch. Na toll. Ganz toll. Perfekt. Wenigstens, die kommen nicht von hier. Hoffentlich. Wo muss ich hin? Perfekt. Perfekt, direkt auf ihm losgelaufen. Auf diese Feuermann, ey.
hier gibt's Munition. Was jetzt? Jetzt muss ich oben irgendwas. Zack, Headshot. Oh Mann, ich hab wenig Munition, das ist nicht gut. Ah, da ist Munitionskiste. Ich muss nach oben gehen. Alter. So, ich gehe kurz zurück wieder zu dieser Munitionskiste. Ich brauche Munition. Jawohl. Toll, Helikopter. Genau drauf, worauf ich keinen Bock habe. Auf einen Helikopter. Wo? Wo ist der? So, ich muss mich heilen. Wenn der Helikopter noch da ist. Ich werde dich ausweiten. Er ist Ich hoffe, du bist mit den Sprengsätzen fertig, weil du musst sofort zum Boot zurückkommen. Amita, ich bin fertig mit dem Sprengstoff. Die Boote sind beladen. Komm zu uns, wir sind abmarschbereit. Ich will fahren. Komm schon. Mach schon, AJ, komm zurück, so schnell es geht. Bin schon. Wo kann ich hochklettern? Was jetzt? Jawohl! Was geht jetzt ab? So, liebe Freunde, ich mache mal jetzt hier kurze Pause. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß. Abonniert mich und liked. Schreibt mir in die Kommentare, das würde mich sehr freuen.
Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.